Was der aktuelle Markt gerade zaubert, ist möglicherweise ein Comeback oder aber die tatsächliche Einleitung eines Bärenmarktes. Ich würde mich über beides nicht wundern, sogar über beides freuen in gewisser Weise, denn letztlich führt es zu heftigen Bewegungen und das ist ja das, was wir an der Börse sehr lieben. Jetzt kommen wir mal erstmal zum negativen Bild, nämlich bei der Überlegung der Abwärtsrichtung. Wir hatten ja gestern schon, wir sind im 5-Minuten-Chart hier beim Nasdaq, der Leitwährung, hätte ich schon fast gesagt, im Leitindex der letzten vielen Monate. Da hatten wir eine scharfe Abwärtsbewegung. Wir sehen sie hier im 5-Minuten-Chart sogar so ein bisschen hier mit der Struktur intern. Und da ist da etwas, was ich ja ganz gerne mag, nämlich dieses klassische fünffällig. Ja, das muss man nicht lieb haben, aber wenn man es denn sieht, kann man es ja gerne auch optisch mal mitnutzen. Anschließend haben wir jetzt eine Gegenbewegung. Und jetzt wird das spannend. Was ist das jetzt hier? Ist das was Bullisches oder ist das was Bärisches? Da wird jetzt der ein oder andere sagen, das ist ganz klar bärisch, das ist ein langsamer Aufwärtstrend und es ist doch klar, dass das nur eine korrektive Gegenbewegung ist, klar im Sinne einer ABC. Zum Beispiel so, wie ich es jetzt eingezeichnet habe, ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, das ist nicht ganz so relevant, aber eben in dieser Form. Und dementsprechend ist doch der Bärenmarkt programmiert. Würde man denken, und im Übergeordneten hätten wir ihn doch ein bisschen noch verdient, nämlich die Überlegung ja immer noch mal, dass wir vielleicht eine Chance haben, da noch mal hinzukommen. Der andere sagt jetzt, ja, das ist doch alles Tinef, der geht doch nicht runter, guck dir doch mal so eine Bewegung an, das heißt doch, dass wir keine Lust mehr auf dieses Gehabe hier haben und dass wir jetzt wieder bullisch unterwegs sind. Und auch das hier war ja jetzt nicht die schlechteste Bewegung nach oben. Der Markt hat doch die besten Voraussetzungen geschaffen, um jetzt weiter nach oben hier durchzumarschieren. Und da ist jetzt das Tolle, dass wir als Händler ja beides machen können. Und damit meine ich nicht zu diesem exakten Zeitpunkt. Das wäre natürlich nicht wirklich sinnvoll. Aber wenn der Markt tatsächlich das Bild des bärischen Marktes hier vorantreiben will, dann haben wir zumindest mal mit dem letzten Tief hier, na, das ist mir nicht gelungen hier, aber mit der letzten Tiefmarke machen wir das mal so. Da hätten wir eine einigermaßen sinnvolle Entscheidungsmarke. Geht der Markt da nach unten durch? Dann haben wir doch die besten Voraussetzungen, dass wir mindestens das, was wir hier vorne haben und vielleicht sogar noch deutlich mehr noch zusätzlich bekommen. Also uns wirklich den Weg noch mal ein bisschen frei machen, nicht nur bis in diese Zone, das wäre ja schon fast ein Mindestausmaß als Korrektur nur in diesem Sinne, sondern mit Option sogar, dass es anschließend weitergeht. Das würde dann der Fall sein, wenn wir tatsächlich den Trendkanal nach unten verlassen würden oder eben diese Tiefmarke, die wir hier haben, die finde ich als horizontale Entscheidungsmarke immer noch mal ein bisschen sinnvoller und auch leichter ablesbar als irgendwie was Windschiefes. Umgekehrt ist allerdings ein Ausbruch nach oben aus dem Trendkanal aus meiner Sicht ein ganz schlechtes Indiz dafür, jetzt dann da long zu gehen auf der Oberseite. Aber umgekehrt, wenn wir doch hier schon, ich mache es mal größer, dann seht ihr es noch deutlicher. Wenn der Markt doch jetzt hier schon so einen tollen Anstieg macht, wenn jetzt die Abwärtsbewegung eben nicht hier so durchgeht, so ähnlich wie das, was wir hier haben, sondern wenn jetzt die Abwärtsbewegung eben langsam und dezent hier runterkommt, eben in einer ABC-Bewegung oder wackelig, na, jetzt machen wir doch ein ABC als Alternative dazu und dann umgekehrt die gleiche Argumentation, nur dann eben auf der Oberseite da durchgeht, dann kann man sagen, Edgy Badge, ihr ganz blöden Bären da. Ihr glaubt doch nicht ernsthaft, dass der Kurs nach unten geht, dann bin ich noch mal auf der Long-Seite unterwegs. Ihr seht also, dass diese Unentschiedenheit nicht ein Makel sein muss hier, dass es nicht funktioniert, sondern dass wir sagen können, dann nutzen wir doch das, was wir dann jeweils aus dieser jeweiligen Situation herausbekommen und können dann entsprechend dann das mitnehmen, was der Markt uns in der Situation dann bietet. Das ist etwas, auf das ich jetzt heute Nachmittag ganz intensiv gucke. Ich lade euch ein, mir es gleich zu tun, da mal selber drauf zu gucken. Wenn ihr sagt, da alleine drauf gucken, finde ich doof. Dann macht doch Folgendes, meldet euch an für das Born for Trading. Das ist unten verlinkt. Dann könnt ihr mit mir das teilweise zusammen machen. Entweder live sogar, aber jetzt zumindest erstmal dann per Telegram, dass ihr Informationen dann bekommt. Wenn ich da etwas sehe, kriegt ihr das zugeschickt. Dann seid ihr ein bisschen mehr da auf der Spur und verpasst vielleicht ein paar Trades weniger oder seid bei einigen Situationen gewarnt, vorsichtig, das ist eine Falle, die uns da gerade aufgetan wird. Oder ihr meldet euch an, beziehungsweise besser noch, und
beim Trade des Tages. Dort stellen wir immer wieder eine Situation vor. Für heute haben wir allerdings ein Währungspaar in Bezug auf den Brexit, also Euro gegen Pfund. Da ist etwas, was ich mehr als spannend finde und was eine gute Voraussetzung da mitbringt. Vielleicht ist das ja was für euch. Wer die konkreten Handelsmarken haben will, einfach anmelden, dann werdet ihr immer informiert, wenn es da was Neues gibt. In diesem Sinne, euch jetzt erstmal alles Gute, ganz liebe Grüße und bis zum nächsten Mal.